Moinsen, Minecraft-Freunde, und herzlich willkommen zur nächsten Runde Feed the Beast Infinity. Und wir haben beim letzten Mal unsere Allumite Pickaxe hier gebaut. Und jetzt haben wir, ich glaube, in der Schmiede 6-mal Mandulin. Und das Zeug, das können wir nachher dazu verwenden, unseren Cleaver zu bauen. Wo ist es denn da? 6-mal haben wir da. Und das Problem ist, haben wir schon so eine Platte? Warte mal kurz. Nee, haben wir nicht. Macht aber nichts, denn wir brauchen dafür diese Large Blade Pattern. Und da brauchen wir 8 für, weil da ist halt die Material Cost auf 8. Das heißt, wir brauchen noch ein wenig Kobalt, denn wir haben noch Ardite hier drin, wenn ich das richtig im Kopf habe. Irgendwo. Pick Iron. Irgendwo war hier noch Ardite. Nö, anscheinend nicht. Gut, dann haben sich das erledigt. Das heißt, wir werden mal gucken, dass wir eventuell dieses andere Zeug hier rausbekommen. Allumite brauchen wir nicht mehr. 9 Ingots. Warte mal kurz, dann machen wir mal eben einen Klotz von. Deswegen hatte ich auch den Gedanken, extra eine neue Schmiede dafür zu bauen. Ja, gut, jetzt sind wir schlauer. Egal, ist nicht so wild. Wir haben ein paar Ressourcen verschwendet. Egal. So, was haben wir hier noch? Hier kommen 3 Nuggets, die können raus. Kann ich da nicht einfach so irgendwas drüber kippen? Pick Iron zum Beispiel, nee, geht nicht. Dann krallen wir uns einfach mal dieses Gerät hier, wir machen das Ding jetzt einfach mal sauber. Pick Iron kann man anscheinend nicht in Blöcke gießen, okay. Berry. Berry geht, ich habe keine Ahnung, was es ist, deswegen weg damit. Und ja, wenn wir hier so ein bisschen klar Schiff gemacht haben, geht es halt wie gesagt in den Nether. Und dort suchen wir Kobalt und Allumite. Obsidian kommt weg. Wir könnten auch mal die Dia-Spitzhacke dann gleich wegschmeißen, beziehungsweise in irgendeine Kiste schmeißen. Iron, da kriegen wir noch was von raus. Nämlich einen ganzen Klotz. Oder, ja. Ja, müsste eigentlich, ne? Wir werden es gleich sehen. Jo, schaut gut aus, sehr schön. Einmal Klotz, den Rest kippen wir auch hier weg. Dann hatten wir noch Aluminium hier drin. Da kriegen wir auch nochmal einen Klotz raus, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber schauen wir mal. Der Rest kommt dann sowieso wieder weg. Ja, sieht gut aus. Sehr gut. So. Kommt noch ganz schön viel raus, aber ich glaube nicht, dass es nochmal für den zweiten Klotz reicht. Nee, tut's nicht. Okay. Alles klar. So, Mandulin bleibt drinne, Ender bleibt drinne, Emerald bleibt drinne. Okay, gut, dann würde ich sagen, wir legen gleich mal unsere Diamantspitzhacke irgendwo hin. In irgendeine nutzlose Zeugkiste hier so. Denn die brauchen wir nicht mehr. Dann machen wir eben die Klötze klein, schmeißen den Kram ins System und dann begeben wir uns mal in den Nether. So. Das Ding haben wir hier. Haben wir auch noch umgebaut im Livestream. Und ich werde mal in der Zwischenzeit ein Schlückchen von meinem Kamillentee nehmen. So. Jetpack hat noch genug. Da hinten sehe ich wahrscheinlich Ardite oder sowas, aber ich brauche Kobalt. Die Stelle ist markiert. Wunderbar, dann können wir uns auch nicht verlaufen. So gefällt mir das. Das hängt doch bestimmt hier irgendwo an der Decke, oder? Weil hier unten ist es ein wenig zu fleischig dafür. Das ist Lapis, das sehe ich schon. Ja, genau. Ja, Kobalt und Ardite sind nicht gerade die Sachen, die jetzt häufig vorkommen. Wobei, wenn ich mich rechts entsinne, würde es uns reichen, wenn wir einmal Kobalt finden würden. Denn da kommen 2 raus und dann haben wir 8.
Aber hier ist auch wieder Lapis. Und auch hier ist wieder Lapis. Das sieht man schon direkt. Na nun ja, da lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen. Wir suchen weiter. Verdammt. Wo haben wir denn das olle Zeug? Irgendwo auf Lava-Höhe vielleicht? Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist völlig random. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Unterschied. Auf jeden Fall gibt es hier genug Lapis. Das haben wir jetzt schon des Öfteren gesehen. Wie wäre es denn, wenn ich mal hier durchgehe? Was haben wir da? Noch mehr Lapis, okay. Naja. Nützt nichts, dann müssen wir weitersuchen. Vielleicht hier oben nochmal so ein bisschen. Was ist denn da hinten? Ist das Draconium? Dann will ich das haben. Jawohl, das ist ja cool. Alter, wie viel da drin war? 9 Stück. Okay, wir halten ab sofort auch nach lilanem Zeug Ausschau und nicht nur nach blauem Zeug. Achso, da hinten ist halt, da hinten war das Portal und hier habe ich gerade noch was gesehen. Das ist nämlich eine super Vorbereitung auf Draconic Evolution. Und jetzt zum Fliegen ist es ein bisschen blöd, aber egal. Ja, ich glaube, eins ist runtergefallen. Egal, scheiß drauf. Das ist ja eine coole Sache, dass es hier einfach mal eben so Draconium noch gibt. Sehr nice. Nützt mir aber beim Thema... Warte mal. Kobalt, jawohl. Huch. Das ist schon die Lösung unserer Probleme eigentlich, ne? Ich riskiere es mal. Wir gehen mal zurück und gucken mal, ob das schon reicht. Aber ich denke mal, also wie gesagt, da müssten ja mindestens 2 rauskommen. Mal sehen. Oder hängt da noch was? Ne, das ist wieder Lapis, ne? Ja, genau. Ja, aber Hauptsache erst mal ein bisschen Draconium abgestaubt. Das war doch mal ein Glücksfang, glaube ich. War doch mal gucken, ob ich hier in der Nähe noch so ein Ding finde, aber sieht nicht so aus. Ne. Ja, egal, lassen wir das. War mehr als erfolgreich, die Tour läuft. Ja, das ist irgendwie so ein bisschen strange, warum wir jetzt immer hier rauskommen. Ich habe keine Ahnung. Lässt sich nicht ändern, dann laufen wir eben das kleine Stück nach Hause, ist ja nicht so wild. Schwein. So. Dann wollen wir doch nochmal so ein bisschen unsere Schmelze füttern, aber erstmal schmeißen wir das da rein. Dann haben wir schon 19. Ist nicht so viel, aber egal. Dazu werden wir nachher im Endfarm gehen. Ich denke mal, da sind wir wesentlich erfolgreicher, was Draconium angeht. Ja gut, das dauert ein bisschen. Und ich will mal eben schauen, wir haben ja hier hinten im Laser Drill haben wir ja Fokusse reingesetzt, die uns mehr Yellorium bringen sollen. Die Frage ist, ob sie das auch tun. 5, ja, doch, ich glaube schon. Scheint was zu gehen. Ging gerade irgendwie irgendwo fest. Naja, ist egal. Gut. Wie schaut's aus bei der Schmiede? Beziehungsweise, wie schaut's hier im Reaktor aus? Hier müssen wir uns mal was einfallen lassen, dass das Zeug vielleicht vom ME-System direkt automatisch da reingefüllt wird. Dann brauchen wir nämlich nicht immer nachgucken. Aber das machen wir später mal. Kobalt. Ach so, das Ardite hat sich wahrscheinlich jetzt... Ah, stimmt. Okay, sorry, das habe ich gerade nicht gesehen. Ich hatte gedacht, da wäre noch Ardite drinne. Mit ein bisschen Glück haben wir hier schon Neues bekommen, aber das sieht eher mau aus, glaube ich. Das ist nämlich nicht so häufig, das Zeug. Nee, ich glaube nicht. Nein. Nee, nee, nee. Okay, dann müssen wir nochmal in den Nether. Tut mir leid, Leute. Ich habe gedacht, da wäre noch Ardite drinne gewesen. Aber das hat sich mit irgendeinem Zeug wieder zu diesem Fairy, glaube ich, dann zusammengemischt oder so. Oh, hi. Hey.
Gut, gucken wir mal. Hier draußen wahrscheinlich eine richtig fette Horde von irgendwelchen Zombie-Pigments. Anscheinend schon. Aber die sind nicht aggro, das ist schon mal viel wert. Okay. Gut, heute suchen wir Ardite. Hier sieht es mehr nach Gold aus und nicht nach Ardite, ne? Ja, das ist Gold. Dann wollen wir doch mal schauen. Ein Vorteil hat die Sache, weil vielleicht finden wir noch ein bisschen Draconium. Das ist irgendwas anderes, ne? Genau, Sulfur brauchen wir nicht. Okay. Hier hinten ist auch wieder, das sieht nach Ardite aus. Jawohl, gleich zwei Stück gefunden. Sehr schön. Huch. Ach, irgend so ein scheiß Guest. Komm, dann hauen wir wieder ab. Weil auf die Guests habe ich keine Lust. Nochmal Ardite, ist ja egal. Dann hoffen wir mal, dass es jetzt funktioniert. Übrigens, das brauche ich gerade nicht. Genauso wie das hier. So. Mit euch los. Oh 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 oh. Ui. Ach ja, die haben so einen verkürzten Explosionszeitraum, sag ich mal. Diese Nitro-Creeper. Aber naja, die können uns sowieso nicht viel anhaben. Und ach ja, richtig. Wir müssen wieder laufen. Also falls irgendjemand einen Tipp hat hier aus der Community, wie wir das wieder hinbekommen, dass wir auch bei dem Portal rauskommen, wo wir auch durchgehen, dem wäre ich ultra dankbar, weil irgendwie ist das recht komisch. Und vor allem nervig, immer wieder hierher zurückzulaufen. Jo, da kommt was zusammen. Gefällt mir. So, dann hoffen wir mal, dass das jetzt funktioniert. Und nicht wieder in irgendwelchem Chaos endet. Aber ich denke, das sollte laufen. Ich bin hier noch eben ein bisschen was naschen, so für zwischendurch. Wird mal eben wieder 17 Level, also das finde ich echt super hier. Gut, die können wir eben oben in unseren Levelspeicher mit reinbauen. Jo, 81. Läuft. Hier können wir auch noch was rausfischen, sehe ich gerade. War nicht allzu viel, aber egal. Ja, zwei Level, immerhin. Die sind noch nicht gewachsen, deswegen gibt es hier auch keine neuen Barren. Na komm, jetzt komme ich da oben nicht ran an die Kiste. Das müssen wir auch noch mal irgendwann schön machen, hier das Ding. Aber das machen wir später. Also wir haben noch genug zu tun. Mendulin, 8 Stück. Richtig, so wollen wir das haben. Jetzt brauchen wir noch Aluminium Brass, glaube ich. War das für die Form, ne? Aluminium Brass, genau. Was brauchen wir dafür? Kupfer und Aluminium. Kupfer und Aluminium, okay. Ja, von mir aus. Kupfer, Aluminium. Ich brauche mal von jedem nur einen, glaube ich. Das sollte reichen für eine Form. Ja, mal das hier. Kupfer. Und Aluminium, genau. Sollte eigentlich dicke reichen. Wir brauchen, glaube ich, nur diese eine Form, ne? Rein mit euch. Da haben wir sie. Irgendwo. Large Blade Pattern. Ach so, genau. Ich brauche noch ein bisschen Cobblestone. Da wollte ich schon wieder einen Schritt überspringen. Typisch. Kann ich die nicht auch so bauen? Nee, da brauchen wir diesen dämlichen Tisch. Ja, war mir klar. Kein Problem. Einmal so. Dann haben wir unsere Vorlage quasi. Warte mal kurz. Nochmal irgendwas schauen. Ja, das war die Large Blade. Passt. Machen wir Tough Rods und die Plates. Das geht schon irgendwie. Das olle Ding brauchen wir. Da rein und der Rest kommt mal da rein. Oh, ich habe gerade einen Lag. Ah, jetzt geht's wieder. Okay.
Aluminium Brass haben wir da. Sehr gut. Haben wir schon unsere Form. Die können wir gleich so lassen. Und dann können wir nämlich hier unser Manulin da einfach mal reingießen. Und dann sollte da hoffentlich was gehen. Jupp, das schaut gut aus. Die Dingens hier, die olle Platte, die können wir da reintun, das läuft. Dann der nächste Schritt sieht wie folgt aus. Wir brauchen noch so eine komische Platte. Und ich werde einfach ganz stumpf alles aus Papier bauen und nachher mit Modifiern die Durability wieder ein bisschen nach oben schrauben. Das kann erstmal rein. Oder machen wir das wirklich? Warte mal, wir können da mal eben hier nochmal ins Büchlein reinschauen. Mal gucken, was das so Feines sagt. So, Iron, bla bla bla, brauchen wir nicht. Bone. Brauchen wir auch nicht. Ja. Blue Slime. Okay. Vielleicht nehmen wir auch irgendwas anderes. Was ist denn mit... Ah, guck mal hier. Wir haben... Ach nee, wir haben nicht genug Adite dafür. Nee, komm. Dann lassen wir das. Hoppa. Manulin. Ja. Wir bauen alles aus Papier, ist egal. Oh, das war so rum. Und da brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, habe ich das Gefühl. Vielleicht sollten wir in naher Zukunft mal eine Zuckerrohrfarm bauen, aber das ist auch... Also ja, wir haben noch so viel zu tun, es wird einfach nicht weniger. Hier. Und wir brauchen einmal das... Nee, Toolbinding nicht. Toughbinding, genau. Nee, Quatsch, brauchen wir gar nicht. Warte mal, was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen die zwei Sticks, ne? Genau. Und die Plate. Genau, einmal die Plate. Machen wir aus Paper, genau wie den Rest auch. Dann Tough Rod Pattern, genau, die brauchen wir. Und jetzt habe ich wieder zu wenig Papier, wunderbar. In der Hoffnung, dass es reicht. Aber sollte eigentlich, das war eben auch nicht so viel. Jo, passt. Das Ding kann gleich wieder hier rein, brauchen wir nicht. Und dann wollen wir mal eben unseren Cleaver bauen. Jummels Cleaver. Ja, dann haben wir das. Hier dieses komische Stein-Ding können wir wegschmeißen. Die Terra Steel Blade hat einen Attack Damage von 7. Hier haben wir schon mal 11, das heißt, die Terra Steel Blade kann definitiv erstmal in die Kiste. Ist zwar ein nettes Feature mit diesen Fernangriffen, die man machen kann, aber nee. So machen wir das nicht. Jetzt haben wir hier Durability 1000. Das ist doch fast schon in Ordnung eigentlich, ne? Jetzt bräuchte ich eigentlich noch... Müssten wir demnächst eventuell auch nochmal farmen gehen. Ich nehme mal erstmal ein Stack raus. Und ja, die Zeit ist schon wieder weiter fortgeschritten, als ich dachte. Aber das ist egal. Ich möchte mal eben gucken, was uns Quarz bringt. Das war doch Attack Damage, ne? Ich meine schon. Quarz, genau. Increases Attack Damage. Wunderbar, das nehmen wir jetzt. Und gönnen dem Ding nochmal ein bisschen mehr Power. Sind wir schon bei 12. 14. Mehr kommt nicht oder hoch, oder was? Na, ich mache auf jeden Fall noch bis 72 voll. Ah, 15, okay. Dann haben wir schon mal 16. Ach komm, dann machen wir noch weiter.
gibt nachher mit Draconic Evolution noch stärkere Waffen, aber der hier wird uns auf jeden Fall erstmal ganz gute Dinge oder Dienste leisten. 144, 140. Genau, 144 ist erstmal okay, dann haben wir noch 4 Modifier. Ach komm, ey, 4 Modifier, die kriege ich ja nie los. Dann machen wir noch einen Modifier voll mit dem Quarz. Und dann ist aber auch genug erstmal. Geht genau auf 216. Wunderbar. Und wir haben noch 3 Modifier über. So kann das gehen. Wir haben jetzt hier 25 Attack Damage. Das ist doch schon mal nice. Und ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle Schluss machen mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Oder ein Abo wäre richtig cool. Und haut rein. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.